Trotz heftigem Regen und leerem Stadion, der SV Elversberg bewegt sich auf neuen Wegen. Die Medienpartner Saar Amateur und Saarbrücker Zeitung machten es möglich. Amateurfußballer der Region konnten sich um ein professionelles Training beim SV Elversberg 07 bewerben. Und so waren dann am 4.11. 14 Akteure am Start, um zu erleben, wie es sich anfühlt, ein Fußballprofi zu sein. Große Namen müssen bei so einer Aktion deswegen noch lange nicht fehlen. Und mit dabei zum Beispiel auch Torhüter Jens Lehmann. Also ich habe bis zum Schluss gedacht, dass es wirklich der Nationaltorhüter ist. Man hat die Klasse gesehen und ich habe immer gedacht, der wohnt unten in München. Aber dass er jetzt in Weißkirchen wohnt, scheint ihm hier im Saarland zu gefallen. Ich habe dann kurz mit ihm sprechen können. Er ist wirklich mit dem Hubschrauber gekommen. Ne? Der steht, die U23 hat er trainiert oben, musste das Training kurz unterbrechen. Man hat ja auch den Windzug gesehen. Und ich freue mich aber, dass er trotz seiner ganzen Termine heute auch beim Essen noch dabei bleibt. Und war eine tolle Erfahrung. Ne? Da konnte man auch von einem ehemaligen Nationaltorhüter einiges mitbekommen und ich werde auch das ein oder andere nachher fragen können. Also das ist super, super, dass so ein Mann hier heute dabei ist. Wer einen solchen Namen trägt, dessen Vorbild ist dann sicher auch der ehemalige Nationaltorhüter. Nein, ist er nicht. Oliver Kahn ist mein Vorbild. Jens Lehmann, ein Fan von Oliver Kahn. Das war nur eine der überraschenden Erkenntnisse dieser Aktion. Auch Angelo Vaccaro, Lizenzspieler und erfolgreicher Stürmer bei den 07ern, sieht weiteres Entwicklungspotenzial. Ja, ich denke, im Vergleich zu letzten Jahr sind wir auch jetzt mehr in den Medien präsent und sind ja auch die Nummer 1 im Saarland jetzt. Und ich denke, wir sind ein sympathischer Verein, weil wir halt ein kleiner Verein sind. Und also ich höre nur Positives über uns in der Stadt auch. Für die meisten Teilnehmer war das Training höchst intensiv und eine ganz neue Erfahrung. Ja, war eine schöne Aktion mit dem SV Elversberg und mit dem Trainerteam um Dietmar Hirsch. Hat allen sehr viel Spaß gemacht, haben sie in der Kabine erzählt. Und man sieht auch den Unterschied zwischen Profimannschaft und Amateurmannschaft. Im Profibereich wird halt sehr viel Wert auf die Kleinigkeiten gelegt, wie man den Ball annimmt und so. War interessant, das alles mal zu erleben, persönlich. Ich als Amateurfußball, auch die Kollegen, war eine gute Aktion.